Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Shoki Banoki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Ja. Na, das da neben mir, das ist der Sascha. Hallo. Und ich bin wie immer der Marc. Du bist immer der Marc. Ich bin immer der Marc. Meistens bist du schon seit vielen, vielen Jahren. Ja, seit vielen Jahren. Ja, heute haben wir den 23. Juli und heute haben wir natürlich auch wieder ein Geburtstagskind. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday, lieber Daniel Radcliffe. Ich wollte mir eigentlich vor der Aufzeichnung einen Blitz auf die Stirn malen, aber leider hatten wir keinen Stift zur Hand. Wer Daniel Radcliffe ist? Warte, ich gebe dir mal ein Bildchen, dann weißt du, wer Daniel Radcliffe ist. Schau mal da. Ach so, der. Natürlich, ja, okay. Der Harry. Harald Töpfer. Genau. Ja. Harry Potter. Ich bin ja kein Harry Potter-Fan, deswegen kenne ich den Kiel nicht. Ich kannte den Namen, aber mir ist nicht klar, wer das ist. Okay. Also wenn er mir auf der Straße begegnen würde, würde ich sagen, was sind das für eine Schar von Leuten, die da drumherum wetzt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja. Deswegen, naja, egal. Daniel Radcliffe. Weiß nicht. Bin ich neutral. Kann ich weder leiden noch... Du hast noch nie Harry Potter gesehen? Oder was? Ich habe mal angefangen, den ersten Teil zu schauen. Ja? Also das Buch habe ich... Mich interessiert. Ja. Und den ersten Teil habe ich mal angefangen zu schauen und habe nach 15 Minuten ausgemacht, weil es totaler Stumpfsinn war. Und deswegen habe ich es ausgemacht und habe keinen Bock mehr gehabt. Also es ist ihm zu wenig intellektuell, dem feinen Herrn. Ja. Natürlich. Komm, wir machen einfach mal weiter, oder? An der Stelle ja. Am 23. Juli 1997, da war die Jahrhundertflut. Jahrhundertflut, Frankfurt-Oder. Kannst du dich erinnern? Oh, ich kann mich sehr gut erinnern. Wenn diese Jahrhundertflut nicht gewesen wäre, 97, dann wäre der Schröder wahrscheinlich gar nicht nochmal Bundeskanzler geworden. Das ist ja wie so oft in der Geschichte, ne? Dass immer irgendwie ein Ereignis dazu beiträgt, dass jemand sich kurzfristig profilieren kann und dann irgendwie davon zehrt. Ne? Ja, also ich glaube jedenfalls, das war diese Flut. Nee, ich glaube auch, dass das war. Ich glaube, du hast recht. Ja, irgendwie sowas kurz vor Wahl. Ja, der hat dann seine Ärmel hochgekrempelt, ist mit Gummistiefeln an den Deich gefahren und ich glaube... Oder war das eher 2002? Ich weiß es nicht mehr. Wann war das? Es waren noch zweimal Fluten da in Frankfurt. Ja, es waren zweimal Fluten. Ja, aber jedes Mal, wenn ihr das wisst... Schreibt uns das bitte mal in die Kommentare. Ja, wir sind gerade ein bisschen ratlos. Ja, genau. Ja. Das war am 23. Juli 1997, da war die Jahrhundertflut in Frankfurt-Oder. Ja, und heute ist ein ganz hoher Nationalfeiertag in, ihr seht es. Ich würde sagen Ägypten. Ne? Burkina Faso, nein, Ägypten, richtig. Und zwar feiern die da den Sturz der Monarchie, der 1952 begangen wurde. Achso, das ist ein junger Feiertag. Das ist ein ziemlich junger Feiertag, ja doch. Eigentlich schon ziemlich. Also wenn ihr jetzt Ägypter seid... Alles Gute, liebe Ägypter. Wenn ihr es feiert, ich weiß ja nicht, manche möchten ja gerne die Monarchie. Ja. Aber die es feiern halt. Großartig. Ne? Ja. Am 23. Juli 1984 ist der Boxer Bubi Scholz, hier sehen wir ihn. Bubi Scholz verhaftet worden. Bei dem Verdacht, seine Frau erschossen zu haben. War ganz groß in der Presse damals. Bubi Scholz, ihr Frau erschossen. Ja, und so. Weißt du eigentlich, dass er die genauso erschossen hat wie dieser, der mit den Beinprothesen, wie heißt der? Mit den Beinprothesen? Dieser Sprinter oder was das ist, ja, der doch auch jetzt da immer. Ach so, ja, der Australier oder was? Ja, ist ja, genau. Oder irgend sowas. Der durch die Tür. Ach, genau. Und Bubi Scholz hat, glaube ich, seine Frau auch mit dem Gewehr durch die Tür erschossen. Mhm. Ja. Ist das eine gute Masche? Anscheinend, es hat irgendwie System. Ich weiß nicht warum, aber... Weil man sieht dahinter ja nicht, wer es ist. Richtig, man kann sich immer rausreden. Dann sagt man, ich habe gedacht, das ist ein Einbrecher. Ja. Wenn du weißt, dass sie gerade auf dem Topf sitzt oder so, dann weißt du ungefähr die Höhe. Ich habe gedacht, der Einbrecher, der sitzt auf dem Klo. Ja. Und wenn der Einbrecher auf dem Klo sitzt, dann kann es kein guter sein, ja? Weil das ist doch scheiße. Ist doch scheiße. Ja, im wahrsten Sinne. Genau, ja. Bubi Scholz war das am 23. Juli 1984. Und jetzt haben wir wieder ganz viel Angeberwissen, das ihr mit in die Welt nehmen könnt. Bubi Scholz ist verhaftet worden. Heute ist Nationalfeiertag in Ägypten. In Ägypten, genau. Und in Brandenburg 1997 ist der Deich gebrochen. Tschu, Jahrhundertflut. Und Geburtstag hat? Daniel Radcliffe. Jetzt hast du mal kurz überlegt. Ja, ich dachte, ich hätte Geburtstag. Okay. Daniel Radcliffe hat Geburtstag. Ja. Ja, morgen sehen wir uns wieder bei einer neuen Folge von Daily. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüssi.